Hi, willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es schon zum zweiten Mal auf dem Kanal ein Video zu einem Handstaubsauger. Wer hätte das gedacht? Ich ehrlich gesagt selbst auch nicht, hätte mir das einer vor einem Jahr mal gesagt. Aber der Jimmy JV51 sitzt ein treuer Begleiter bei mir seit einem halben Jahr. Ihr seht, er sieht auch schon sehr verschmutzt aus, aber tut noch nach wie vor absolut seinen Zweck. Reinigt super, Akku ist noch top. Jetzt gibt es den Nachfolger, den Jimmy JV83. Den schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Warum der nochmal ein ganzes Stück besser ist als schon der Jimmy JV51, das erfahrt ihr im heutigen Review. Viel Spaß! So, und bevor wir mit dem Video starten, ganz kurz schauen wir uns einfach mal das Design, die Optik der Handstaubsauger hier von Jimmy an. Und da fällt uns direkt auf, dieses Design kennen wir doch irgendwoher. Ganz recht, da macht's Klick. Dyson. Die Teile sehen ja wirklich wie ein 1:1 Clone eigentlich aus. Und deswegen habe ich mich gerade mal hingesetzt und eine Weile wirklich intensiv recherchiert, wo denn Jimmy herkommt. Und erstmal, Jimmy ist nur der Produktname, hinter Jimmy steckt Lexi. Lexi produziert in Malaysia, genauer gesagt bei VS Industries. Und jetzt haltet euch fest, wer produziert noch bei VS Industries in Malaysia in derselben Fabrik? Dyson. Also haben wir hier wahrscheinlich sogar wirklich dieselben Komponenten, dieselbe Hardware verbaut, also so grob natürlich von den Materialien. Klar, Dyson ist trotzdem eigenständig und so weiter, ist eine komplett getrennte Firma, aber ich sag's ja nur, komplett unterschiedlicher Preis, ja, wir sind hier deutlich günstiger bei den Jimmy-Produkten und trotzdem produzieren die letztendlich in derselben Fabrik. Also nicht falsch verstehen, Dyson hat auch noch andere Standorte, aber ein Standort, wo Dyson eben auch fabriziert, ist eben VS Industries in Malaysia. Genauso eben auch wie Lexi mit den Jimmy-Produkten. Also das nur vorab. Ich will hier alle Dyson-Fanboys natürlich nicht verärgern. Kauft euch ruhig weiter Dyson, wenn ihr das feiert. Die Produkte sind auch gut, keine Frage, aber die sind halt sehr, sehr teuer. Deswegen kommen wir hier mit den Jimmy-Produkten wirklich zu einem sehr, sehr guten Produkt. Wir schauen uns jetzt mal den JV83 genauer an, was er vor allem im Vergleich zum JV51 besser macht. Als erstes fällt erstmal auf, er ist minimal größer und da fällt uns auch direkt auf, wenn wir den Akku mal genauer anschauen. Hier hatten wir beim JV51 eine Akkulaufzeit von ca. 45 Minuten. Der Akku ist wie gesagt ein bisschen größer geworden beim JV83. Hier sind es jetzt schon 60 Minuten. Der Unterschied, ob man den wirklich merkt, kann ich noch nicht so ganz sagen, denn ich habe mit dem hier jetzt noch nicht so wirklich eine Stunde durchgesaugt mal. Mit dem hatte ich oft die 45 Minuten auch leer, gerade beim Autoputzen oder so habe ich den ganz, ganz oft genommen. Und da waren dann halt auch echt mal 45 Minuten verbraucht, war der Akku rum. Ich muss aber ehrlich sagen, eigentlich hat es mich nie gestört. So, wenn er wirklich mal leer war, dann war ich eigentlich auch eh so am Ende bei all meinen Aufgaben. Von daher, ob das nötig gewesen wäre, natürlich nice to have. Kostet allerdings natürlich alles ein bisschen mehr in der Herstellung auch und so weiter. Trotzdem schön, dass hier der Akku trotzdem nochmal vergrößert wurde. Nächster kleiner Unterschied. Wir hatten hier beim Jimmy JV53 die Möglichkeit, die Saugkraft hinten mit einer Stufe zu regeln. Entweder Stufe 1 schwach oder Stufe 2 stark. Das Ganze ist jetzt hier nochmal ein bisschen aufgesplittet worden beim JV83. Hier haben wir jetzt drei verschiedene Stufen und die dritte Stufe ist auch nochmal stärker als hier die Maximalstufe des JV51. Ansonsten haben wir den Mechanismus der Staubkammer eigentlich wirklich hier 1:1 denselben, nach wie vor bei beiden Modellen. Kann man nach unten aufklappen, den Staub entleeren, problemlos. An der Stelle noch, was mir aufgefallen ist, nach gut einem halben Jahr Nutzung des JV51, dieses kleine Gittersiebnetz, nenne ich es jetzt einfach mal, im Inneren der Staubkammer, das setzt sich so ein bisschen zu, sollte man alle 2 Monate mal grob vielleicht einfach mit den Fingern reinigen, so habe ich es gemacht, bisschen entlang streichen, dann hat er wieder richtig Power, zieht er richtig und das wäre es eigentlich. Ich denke, das wird hier auch nicht anders sein, aber wie gesagt, nur kleiner Tipp am Rande für euch. Ansonsten schauen wir uns jetzt mal das Zubehör an, denn das war es jetzt erstmal so hardware-technisch vom Gerät selbst. Klar, optisch sieht es auch noch ein bisschen anders aus, mir gefällt das Blau sogar eigentlich, muss ich sagen, ehrlich gesagt, noch besser. Wir haben denselben Ladeanschluss an der Seite verbaut. Und kommen jetzt aber mal, wie gesagt, zum Zubehör, denn da hat sich doch nochmal einiges getan. Innovatives Zeug ist da dabei. Ziemlich genau so sah der Lieferumfang des Jimmy JV51 aus, bis auf, dass das Ganze natürlich in Rot gehalten wurde, aber ansonsten ist wirklich auch dieselbe Stange, dieselbe Aufsätze sind es und so weiter. Wir hatten hier dabei einmal den ganz normalen natürlich Saugaufsatz mit einer elektrischen Rolle dran. Das Ganze wurde durchkontaktiert, das heißt, diese Rolle hat auch Strom bekommen, die hat sich gedreht. Ansonsten hatten wir natürlich das Netzteil, dann diese Verlängerung, um natürlich das Ganze auch eben als normalen Staubsauger zu verwenden. Ein Milbenentferneraufsatz, damit könnt ihr beispielsweise Bettwäsche von Milben befreien. Ziemlich praktisch, gerade für Leute, die da Allergen unterwegs sind. Und ansonsten hatten wir noch eben diese Wandhalterung. Da konnte man den Jimmy dann ganz einfach reinstecken und nebenher laden beispielsweise. So hatte ich das Ganze zumindest bei mir an der Wand montiert. Und diese beiden Aufsätze noch. Die hatten noch die Besonderheit. Na,
So. Die hatten noch die Besonderheit, wie gesagt, dass man hier eben die Möglichkeit hatte, das Ganze ja, einmal nach unten zu schieben, dadurch beispielsweise perfekt für irgendwelche Ritzen im Auto oder eben diesen Bürstenaufsatz zusätzlich noch dran, um irgendwas ja wie ein bisschen wegzuschrubben noch. Ist auf jeden Fall praktisch gewesen, habe ich mich oft dabei erwischt, wie ich einfach mal, da ich geswitcht bin, zwischen den Aufsätzen. Und hier kommen wir jetzt zu den Neuerungen, was im Lieferumfang des JV83 noch alles neu ist. Im Prinzip sind es diese drei Gegenstände, aber eins nach dem anderen. Wir beginnen erstmal mit diesem kleinen Winkel. Der Winkel ist mega, mega praktisch. Ihr seht es gerade eingeblendet. Damit kann man ganz easy einfach auch aufschränken, staubsaugen. Mega simpel, habe ich aber davor ehrlich gesagt noch nie gesehen, so einen Aufsatz beim Staubsauger. Aber da muss ich ehrlich sagen, das wirkt einfach praktisch. Ich meine, wie kommt man sonst bitte auf einen Schrank hoch? Auf den Schränken der Leute sieht es eigentlich immer aus, dass da so eine Staubschicht drauf ist, weil da keiner putzt. Und damit mega, mega praktisch und einfach zu realisieren, kurz draufstecken, fertig, ja. Der zweite neue Aufsatz ist dieses flexible Rohr. Und es macht eigentlich nur Sinn in Kombination direkt mit dem dritten neuen Aufsatz, und zwar... Dieser Aufsatz ist einfach hier so eine Art Bürste, damit könnt ihr wirklich auch was reinigen. Macht dann mega Sinn, wenn ihr das Ganze einfach vorne reinsteckt. Das Ganze dann natürlich auch noch am Jimmy anbringt und schon könnt ihr wirklich auch mal irgendwie was wirklich schrubben. Denn ich bin ja auch oft irgendwie dann doch mit dem Handstaubsauger so noch durchgelaufen, habe versucht halt ein bisschen abzustauben, grob irgendwo mit dem Bürstenaufsatz. Wurde dann aber recht schwer, wenn man immer damit dann sozusagen die Bewegung gemacht hat, irgendwas abzustauben. Wenn man das Ganze jetzt aber hier einfach reinigen kann und den nur hält, dann entlastet es doch ziemlich. Und ja, fand ich eigentlich wirklich so simpel, aber coole Neuerungen und auf jeden Fall nice, dass sie das so erweitert haben und da weiter dran gearbeitet haben. Die Saugleistung des JV83 liegt übrigens bei 20.000 Pascal, ist eine ganze Menge. Ich hatte jetzt beim JV51 auch nie Probleme, dass ich da mal zu wenig Leistung gehabt hätte. Von daher, das passt absolut. Ich kann euch den JV entweder 51 oder sogar 83, ist ein bisschen teurer, nochmal 50 Euro, aber die kann ich euch beide wirklich wärmstens ans Herz legen, natürlich nur einen. Seit ich den JV 51 jetzt so regelmäßig im Einsatz habe, macht Saugen einfach ehrlich gesagt sogar Spaß. Mein Auto ist immer sauber, weil ich den einfach immer kurz zur Hand habe. Auto reinigen, fertig, sobald da mal irgendwas dreckig sein sollte. Und auch hier bei mir im Zimmer ist eigentlich nie irgendwie so, dass jetzt mal irgendwo was dreckig wäre, denn entweder der Saugroboter läuft oder wenn dann doch irgendwo Dreck ist, wird es immer direkt bereinigt mit dem Jimmy. Die Qualität des Produkts hat mich auch wirklich überzeugt. Das Ganze wirkt ultra, ultra wertig. Die Akkuleistung passt, Saugleistung passt, Ladezeit, der ist jetzt in circa 4 Stunden wieder voll. Geht auch in Ordnung. Ihr habt einen Haufen Aufsätze dabei. Preislich liegt der hier jetzt, wie gesagt, circa bei 200 Euro und der hier circa bei 150 Euro. Also spart ihr euch nochmal 50 Euro, wenn euch der JV51 aufreicht. Den hatte ich jetzt, wie gesagt, auch über ein halbes Jahr im Einsatz. Hat mich mega überzeugt in allen Hinsichten. Link zu beiden Produkten in der Videobeschreibung. Der JV51 wurde mir damals von Gearbest zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank an der Stelle nochmal. Den JV83 habe ich mir jetzt selbst bei Gearbest bestellt, weil ich einfach wissen wollte, was der Nachfolger besser macht. Aber wie gesagt, beide Produkte in der Videobeschreibung zu Gearbest verlinkt. Das war's mit dem Video. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von Handstaubsaugern? Ich weiß, komisches Thema eigentlich, aber wenn man so einen mal hat, der wirklich gut funktioniert, dann macht das Ganze einfach sehr, sehr Spaß. Lasst mir gerne ein Like und ein kostenloses Abo auf dem Kanal da, um auch in Zukunft nichts zu verpassen, und folgt mir gerne auf Instagram. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.